Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen. Unser fast ja obligate Wort zum Sonntag, Teleblocher, weitere Ausstrahlung. Jetzt habe ich eine Schreckensmeldung gelesen. Die EU will scheinbar politische Sendungen verbieten im Internet. Ja, habe ich auch gelesen. Also es ist ein Beratergremium für die EU, aber dass ein Beratergremium auf die Idee kommt, und zwar nicht nur da kontrollieren, dass ganz schlimme Sachen kommen, Pornografie und so, oder Kinderschändungen und so, sondern erstens einfach den Internetverkehr staatlich regulieren und zweitens die Qualität vom Staat steigern für so Sendungen. Das heisst, die EU nimmt jetzt in die Hände die ganze Pressefreiheit. Das ist es natürlich. Am Schluss, Sie werden sehen, brauchen Sie am Schluss noch Konzession zum Teleblocher machen. Also man muss Teleblocher jetzt noch schauen, wenn man es sehen will, oder? Ja, ja, man will es ja nicht in 5 Jahren. Ja, wir sind ja nicht in der EU. Ja, ja. Aber außerhalb von der Grenze könnte es gefährlich werden, oder? Ja, und also wenn ich Politiker kenne, wer wartet die schon lange darauf, bis die so das Zeug können regulieren können. Sie wollen ja bei der Volksabstimmung, wenn sie ja prüfen, ob man das darf machen, können machen. Immer überall der Staat, Politiker, sobald sie der Macht sind, wie kann man die Hände in die Freiheit der Bürger legen? Und ich hoffe sehr, dass da in der EU nicht nur die Engländer nachher gegen das sind, sondern auch die anderen aufstehen. Aha. Der Staat hat nicht die Qualität der Medien zu prüfen. Wenn strafrechtliche Sachen sind, muss man natürlich Grenzen ziehen, aber weiter auf keinen Fall. Also man könnte Fazit ziehen, Teleblocher schauen, solange es noch geht, oder? Ja, solange wir noch die Freiheit haben. Solange wir die Freiheit haben. Sie haben ganz kurz noch England angesprochen. Ist das jetzt der Anfang vom Ende der EU? Nein, das würde ich nicht so sagen, aber es kommt natürlich der Durchbruch da. Er sagt ja etwas, wo natürlich die in den anderen Ländern sehr viele Leute auch haben. Darum haben die so Angst, die EU-Politiker, die Reaktionen sind ja, was da der Italiener ausgerechnet, der Italiener, der Monti sagt, wie treu dass man soll sein soll, da in der EU und alles erfüllen. Da alle die da jetzt in der Tinte sind, Italien, wo ja praktisch nichts erfüllt hat, was die EU verlangt hat. Das steht einmal hinten drin in der Geschäftsbericht von der EU, was die alles nicht erfüllt haben und wo die alles zahlen müssen. Sie mal nehmen Sie im Süden in eine italienische Stadt gehen und nur mal die ganze Abwasserangelegenheit anschauen. Die sagen natürlich nicht, die haben Angst. Aber der Cameron bringt natürlich etwas, was bei den Briten im Blut liegt, schon in der Geschichte. Wird da immer der Churchill erwähnt, wenn sie über die EU reden, in Zürich. Da. Das sind die berühmte Rede, 46. Jawohl, die berühmte Zürcher Rede, oder? Wo er gesagt hat, ja, das wäre Zeit, das Vereinigte Staaten von Europa zu machen. Deutschland und Frankreich sollen sich zusammentun. Der Churchill hat nie im Traum daran gedacht, dass er England da dazugehört. Er war für die Commonwealth. Gut, sind Sie sicher, oder? Ja, sicher, ja. Nein, natürlich. Das hat auch. Das, kann man geschichtlich auch vorbringen, dass das so ist. Und das, ist auch, das sind ja die beiden Mächte, die er gesagt hat, die muss man irgendwie zusammenbinden. Und die haben ja ein besonderes Verhältnis zu der EU. Also wenn ich Schengen anschaue, wo die dabei sind, haben die eine Regelung gemacht. Wir treten Schengen bei, aber wir übernehmen nichts. Wir entscheiden von Fall zu Fall, was gilt. Die haben selbstverständlich eine Grenzkontrolle in England. Die haben die abgeschafft, oder? Die haben immer so eine, sie sind halb drinnen, halb draussen. Und der Cameron, das ist ja heute auch festgestellt, die Mehrheit der Briten will draussen. Mhm. Die will draussen. Und es gibt ja ein Austrittsszenario bei der EU. Und das gibt mindestens Gelegenheit in der EU mal zu überlegen, ist das eigentlich richtig, die zunehmende Zentralisierung, oder gibt es mehr Wettbewerb für die einzelnen Staaten? Und der Cameron hat sich jetzt entschieden, so jetzt verhandeln wir mit denen, dann wollen wir schauen. Und für uns ist natürlich, wir sind ja außerhalb, wir kennen das. Er hat übrigens in seiner Rede auf die Schweiz hingewiesen. Also, das Thema wird uns sicher noch beschäftigen. Jetzt muss ich ein bisschen oben runterkommen. Wenn man die Zeitungen angeschaut hat, diese Woche sind sie ja wieder in allen Schlagzeilen gewesen. Fangen wir mal an.
Wenn wir zuerst über das Positive oder über das Negative reden? Ja, wie Sie wollen. Also, ich bin ja ein positiver Mensch. Ich muss immer aufpassen, bei allen Sachen, die auf der Welt nicht in der Ordnung ist, ist ja mal das Positive. Dass die Welt so in der Ordnung ist. Also der Anker, siehe, die Erde ist nicht verdammt. Bei allem Blödsinn, der da überall gemacht wird, funktioniert es ja gut. Und ich komme jetzt gerade aus dem Albis Gütli. Ja, Albis Gütli. Das war ja interessant. Wir haben es letzte Woche angetönt, Ihre Rede. Da haben zwar Leute, also Tagesanzeigen, die sicher nicht immer auf der Blocherseite ist. Nein. Also sehr gute Rede bezeichnet. Was haben Sie das ja anders gemacht? Ja, ich habe natürlich eine wegweisende Rede gehabt. Man muss immer, alles hat seine Zeit, oder? Eine wegweisende hat Zeit und eine von der Aufarbeitung, das war das letzte Jahr, dort habe ich den Fall Hildebrand und Komplexität im Staat thematisiert. Das ist jetzt nicht das ja noch schwierig das letzte Jahr, weil das Publikum war ja eigentlich einer für den Hildebrand, oder? Ja, darum habe ich sie ja gehalten. Ich bin nicht gegen den Hildebrand, ich habe einfach gesagt, ob das ein guter oder ein schlechter Typ ist, man macht keine Währungsspekulationen. Aber da ja das Publikum eigentlich auf ihrer Seite gewesen, wenn ja, man so will. Also ich meine, das war natürlich eine Rede. Das Publikum, das da ist, ist sicher nicht für den EU-Beitritt. Aber was ich aufgedeckt habe, ist, was sie in Bern machen, im Hintergrund, wo sie nicht sehen. Und es war sich eine anspruchsvolle Rede. Das war eine anspruchsvolle Rede. Und jetzt kommt das Schönste. Das ist eben ein sehr gutes Publikum. Ich habe gestaunt, 60-minütige Rede, mit einem ganz ernsthaften Teil, das ist totenstill. Und, aber sie reagieren dann sofort auf den Humor, schnell. Man merkt, die sind ganz bei der Sache. Das ist natürlich schon gut. Und es ist wieder das, was ich auch schon gesagt habe, über meine Rede in Wattwil am 2. Januar, also die Neujahrsveranstaltung, wo ich über Persönlichkeiten geredet habe. Wie so ein Publikum die Sachen aufnimmt. Man unterschätzt immer das breite Publikum. Wenn ich sage breite, von Politikern Rede halten, das ist eigentlich die Perlen vor die Säue geworfen. Ist ja interessant. Sie hören nicht recht. Aber da haben sie gehört. Ist ja noch interessant, Ihre Rede hat ja eigentlich mit einer Wette aufgehört. Sie haben gesagt, Sie wetten, dass innerhalb der nächsten 12 Monate, also bis im nächsten Januar 2014, in der Schweiz eine EU-Abstimmung stattfindet, ob die Schweiz beitreten soll oder nicht. Also ich habe nicht gerade gewettet, aber ich habe es vorausgesagt. Ich habe gesagt, hören Sie, ich bin sicher. Denken Sie denn daran, wir reden dann an der nächsten Albisgütli, reden darüber, ob ich recht habe. Also konkret, eine Rede, wo da eine Abstimmung ist, soll man der EU beitreten oder nicht? Also mit dieser Frage meinen Sie ja. Haben Sie da Indizien? Nur kommt sie nicht in dieser Frage dorthin. Die kommt irgend unter einem harmlosen Abkommen dorthin. Aber dort drin steckt, versteckt im Kleingeschriebenen, der EU-Beitritt. Und das ist jetzt meine Hauptaufgabe, hier dran zu bleiben und das aufzudecken. Wir müssen mit der Volksabstimmung jetzt anfangen und ich habe sie aufgerufen. Jetzt müssen wir anfangen. Weil die Albis-Gütli-Rede, die wird ja übertragen auf die Homepage. Also auf meiner Homepage und die von der SVP. Kann man die Rede mündlich hören, sie ist schriftlich drauf. Das ist jetzt der Vorteil, dass die so verbreitet wird. Das passt natürlich den Politikern nicht. Und im Schweizer Fernsehen, der bringt nicht die Rede, ist ja klar. Kann sie auch nicht. Wie viele haben sie aber geladen? Das weiss ich nicht. Ich merke nur große Sicherheit, von Leuten, die mir schreiben, die sie dort geschaut haben und dort abgeladen haben. Weil das Albis-Gütli ist ja nur, werden ja nur eingeladen, die SVP-Mitglieder vom Kanton Zürich und noch Gäste. Kannst du nie, die anderen Leute können nicht gehen, oder? Und das ist jetzt der Vorteil von dieser Verbreitung. Aber das ist natürlich noch ein kleines Sämmchen, vor allem mit dieser Internetgesellschaft, wo alles ein bisschen an der Oberfläche ist, sonst, oder? Ich sehe es, dass das auf uns zukommt. Ich höre es, was hier in Bern gemacht wird. Mir hat einen englischen Abgeordneten gesagt, das ist auch interessant. Ein Tory-Abgeordneter, der in der Schweiz ist, den ich schon länger kenne. Der war in Bern. Der hat gesagt, jetzt haben wir mit diesen Beamten, mit diesen Chefbeamten geredet in Bern. Aber das sind ja Euro-Turbos, die reden ja begeisterter von dieser Konstruktion als die, die in der EU sind. Das ist ja unglaublich. Und das stimmt. Die Wände, die sind innerlich besessen von dem
Bürokratenteil, wo sie natürlich sich wohlfühlen drin. Und da sollte der Bundesrat Gegensteuer geben, wenn das nicht macht. Das Parlament, das macht es auch nicht. Die Klassenpolitik wollte die. Mhm. Aber das Volk muss da, weil die Bürger verlieren. Die Bürger werden entmündigt. Und ich hoffe, dass wir mit dem durchkommen. Und das war insofern eine wegweisende Rede. Also, das ist jetzt das Positive. Das Negative wissen wir natürlich auch. Sie sind gegen, wir haben schon ein paar Mal gesagt, ihren aktueller Kontrahent, der Herr Minder, antreten, SVP Aargau. Das ist, glaube ich, das erste Duell, das sie miteinander hatten. Haben sie ganz knapp verloren, oder? Ja, ja. Also ist es so, er tritt ja einfach nie. Überall, wo ich bin, tritt er nicht an. Das war jetzt eine Ausnahme gewesen, und ich weiß auch, warum die Ausnahme ist. Er hat dem Tele Zürich zum Beispiel ein kontradiktorisches Gespräch zugesagt. Das ist am Freitag abgemacht worden. Fertig, auf den Montag, zum Mittag, haben alles reserviert. Am Montag, am Morgen komme ich ein Telefon über. Könnte nicht stattfinden, der Minder tritt nicht an gegen mich. Aber das Handy ist ja dann gleich gekommen. Ohne mich. Ja. Ja, ja. Aber der Minder ist dann gekommen irgendwie. Ja, der Minder ist gekommen, er tritt schon an. Nur wenn ich komme, nicht. Weil natürlich weiss, ich weiss viel von dieser ganzen Sache. Du wärst ja konsequent gewesen, wenn man die Sendung abgesagt hätte. Ich habe das auch gefunden. Oder sagen, wenn der eine kommt, der nicht kommt, kommt halt der andere allein. Er ist an alle Kantonsparteien von der SVP gegangen. Er will Deko reden. Dann haben sie gesagt, ja, sehr gut. Und dann haben sie gesagt, aber sie machen es kontradiktorisch. Aber nicht mit dem Loch. Nicht mit dem Loch. Im Aargau hat er eine Ausnahme gemacht. Ich weiß auch gewusst, warum. Er hat die Zusage gehabt, dass er hoch gönnt. Von wem denn? Ja, weil im Kanton Aargau hat die SVP zwei Drittel der Grossräte sind im Komitee. Da hat es treibende Kräfte. Und die haben natürlich wilde Delegierte. Die können, oder die haben nicht namentlich gewählte Delegierte. Das ist wie im Kanton Zürich auch. Da hat jede Sektion eine Zahl, da kann man den Ausweis holen. Und die, die dann besser mobilisieren, holen sie. Und das war jetzt das erste Mal hier im Aargau. Und das war also eine Pattsituation. Es war, glaube ich, etwa 123 zu 119 gegen mich, oder? Also für die Initiative und gegen den Gegenvorschlag. Ich war verwundert. Als ich in den Saal kam, habe ich gesagt, da gibt 60-70% Nein da rein. Also gegen sie, dann in dem Fall. Mich, ja. Also für seine Initiative. Und so ist es nicht rausgekommen. Es haben sich sehr viele an den Stimmen enthalten. Wo habe ich eigentlich gefunden, die Stimmen? Ja. Oder? Ich weiß nicht, was aus dem gemacht ist. Ich stelle fest. Aber in den Medien ist nachher gestanden, Sie sagen am Schluss relativ verärgert. Ist wahr, da habe ich es nicht gelesen, aber. Ja. Von dem Sie haben wieder genau ein Mikrofon abgeschlagen. Ja, am Anfang, nicht am Schluss. Wenn ich an den Pult führen konnte, die Fernseher und alle haben das auf mein Pult tun, wo ich den Zettel anlegen sollte. Fernseher angelegt, habe ich gesagt, sieh, ich bin hier als Pultführer gekommen. Jetzt sind wir wenig so weit, dass Staatsfernsehen bereits das Mikrofon dort hat, wo ich reden sollte. Und das ist doch auch schön, ja. Und dann habe ich noch von anderen geschwind so auf die Seite geschupft. Das war aber am Anfang, nicht am Schluss. Ich habe nicht verärgert, also verärgert. Nein. Also ich habe gelesen in der Zeit das Gegenteil. Bloch, nach dem Verlierer, ich habe mich ja noch mal an die Versammlung gerichtet, oder? Und zwar hat gesagt, erstens müsst ihr ja nicht meinen, ich gehe jetzt um wegen diesen zwei, die hier falsch gestimmt haben. Sie treten ja noch mal an, glaube ich, diese Woche, am Wochenende, bei der SVP in Schweiz. Ja, ja morgen, ja. Also am Samstag. Ja. Ja. Heute ist ja Freitag, jawohl. Ja, ja. Jetzt da, wenn wir schauen, dass das hoch umstritten ist in unserer Reihe, habe ich immer gewusst. Und ich bin nicht gerade, ich meine, ich sage, ein Politiker, der immer überall gewinnen muss. Das ist in der Demokratie nicht das Entscheidende. Dass ich Recht habe, weiss ich schon. Aber ob ich Recht überkomme, das weiss ich nicht. Das gehört auch in der Demokratie, dass man nicht Recht überkommt. Weil Demokratie ist die grosse Stärke, ist die Meinungsauseinandersetzung. Und dann stimmt die Mehrheit da und die Mehrheit dort. Ich sage nicht, was die Mehrheit immer stimmt, ist richtig. Nur wenn sie gestimmt hat, muss es gelten. Und ich staune über das Demokratieverständnis auch von den Journalisten. Die meinen, sind sie sicher erledigt, wenn sie sagen, ich. Erledigt.
Wieso sollte ich jetzt erledigt sein, weil die anderen falsch stimmen? Ja gut, wenn man es jetzt anschaut, historisch hätte er mehr wiederauferstehen als Jesus, oder? Ja, gut. Also, jetzt ein bisschen salopp formuliert. Die Noten lieber auf jeden Fall länger, das kann ich sagen. Aber noch interessant, eine These war ja, dass der Abgang von Herrn Vassella, der ja eine schöne Abgangsentschädigung auch bekommen hat, doch ein minder relativ stark helfe. Verteilen Sie das? Ja, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt ein interessanter Fall, oder? Also der Herr Vassella tritt zurück. Ob er eine Abgangsentschädigung überhaupt hat, das weiß ich nicht. Ich glaube es nicht. Aber wahrscheinlich hat er ein Konkurrenzverbot. Das ist ja so. Und das gibt ja dann so etwas wie ein Ding, wie eine Abgangsentschädigung. Wenn jetzt die Initiative abgelehnt wird, gilt der Gegenvorschlag. Und dort müsste jetzt so eine Abgangsentschädigung, wenn man dem sagen möchte, wo die anderen finden, das ist ganz wichtig für die Firma, kann ja sehr wichtig sein, müsste vor der Generalversammlung 2/3 der Aktionäre müssen zustimmen, 2/3 und die Hälfte vom Kapital. Das wäre jetzt ein typischer Fall, wo das sofort könnte super geregelt werden und das Misstrauen hört auf. Wenn mindestens Initiativen angenommen wird, passiert da zuerst gar nichts. Ich sage noch mal, bis das richtig gelöst ist, geht das 10 Jahre. Und wir haben 10 Jahre die Unsicherheit, das will er natürlich auch, weil es gefällt ihm. Solange es nicht gelöst ist, kann er immer darüber reden. Und darum sollte man die Initiativen ablehnen. Da hat man da sofort Klarheit, Ruhe, Transparenz und das Misstrauen hört auf. Also minder hilft Vassella. Ja, das ist eindeutig. Nein. Also ich muss Ihnen sagen, die grösste Freude, wenn seine Initiative angenommen würde, hätten Abzucker. Alle sagen so, jetzt geht es weiter wie bisher. Und wenn es nachher kommt, das sehen wir ja dann. Auf jeden Fall, ob das wieder so ein gutes Gesetz gibt, wie wir jetzt sie kennen, das glaube ich nicht. Also sind wir gespannt. Jetzt muss ich gleich noch etwas indiskret fragen. Im Windschatten von Herrn Minder ist ja Ihren Schwiegersohn auch zu einem Star geworden. Haben Sie mit ihm noch mal geredet darüber? Nein, nein. Das hört doch auf mit dem Blödsinn. Der Schwiegersohn ist eine eigene Person und hat eine eigene Meinung. Und der ist jetzt da anderer Meinung als ich. Ich rede gar nicht darüber. Ich will den auch nicht beeinflussen. Das sind eigene Leute, die eine eigene Meinung haben. Natürlich ist klar, mit so einem Schwiegervater wird natürlich jedes Tönchen, das er rauslässt, zu einer Staatsangelegenheit. Jawohl, ja. Also, sind wir gespannt. Jetzt das grosse Duell. Irgendwann ist ja dann aber durch im März. Wie glauben Sie, wie sind die Chancen? Ja, das ist alles offen. Ich merke jetzt natürlich, da hat es viele Leute, das habe ich jetzt im Angang gemerkt, die denken nicht mehr. Die sind jetzt so festgefahren und sagen, und das ist nur der Wut und der Zorn. Da haben sich natürlich vieles zu schreiben. Das ist der Zorn gegen die, die natürlich so viel bezogen haben, auch wo es schlecht gegangen ist. Die ganze Bankenkrise hängt natürlich mit dem zusammen, da gibt es nichts zu wollen. Weil die haben können Geld rausnehmen, so viel das sie wollen. Es hat gar niemand kontrolliert. Die Aktionäre haben auch nicht geschaut, weil es gut gegangen ist, ja, immer gefährlich. Und haben die Banken zugrunde gerichtet und reissen nach Volkswirtschaft damit. Darum muss das geregelt werden, da gibt es nichts zu wollen. Aber dann ist auch noch der Zorn gegen die Economy Suisse, wo man sieht, bei unseren Leuten in der Frage von der Selbstständigkeit von der Schweiz, hat uns die Economy Suisse, das sind auch die ganz Grossen gewesen, primitivstens bekämpft. Beim Staatsreferendum, beim Staatsvertragsreferendum, wo da die Aktion unabhängig neutrale Schweiz gemacht hat, wo ja das Thema ist, soll das Volk entscheiden, hat die Economy Suisse Millionen ausgegeben, nur um die Organisation Aktion unabhängig und neutrale Schweiz bekämpfen. Und das Geld kommt dort von denen, die natürlich auch bei denen zu Unrecht einen Haufen Geld in den Sack gesteckt haben und Demokratie nicht wollen. Aber man darf nicht, das muss ich meinen Leuten sagen, ihr dürft nicht, weil ihr jetzt verrückt sind auf die Organisation, dafür sorgen, dass man in der Schweiz eine Lösung macht, die so viele Nachteile hat für die Firmen, die an der Börse sind. Und zwar rede ich jetzt nicht von den Grossen, sondern von den Mittleren und Kleineren. Wir können die Firmen nicht zubetonieren, dass wir am Schluss
Arbeitsplätze verlieren, die Firmen verlieren und zubetoniert ist. Darum muss man bei dieser Initiative Nein sagen. Aber jetzt, wenn man ganz am Schluss noch fragt, wenn man ein bisschen umschaut, ich meine, es wird jetzt wirklich zum Duell gemacht, Minder gegen Blocher. Ja. Man hat ein bisschen das Gefühl, sie werden von den anderen auch ein bisschen im Stich gelassen. Also vom Bundesrat hören wir nichts oder Ökonomie-Lieferte. Ja, wissen Sie, das kenne ich genügend. Wenn es heiss wird, bist du allein. Es ist die Führung immer so. Aber ich stimme den Eindruck. Und dann müssen Sie auch sehen. Haben Sie ihn auch schon jetzt in dieser Frage? Ja, ich finde auch, die anderen sind nicht gerade so. Ja, sie sind also nicht jeden Tag da. Sie hocken, glaube ich, lieber am WEF. Ich habe da gestern gut, Text, oder? Ich habe noch einen wollen anrufen, und ich meine, er sollte Zeit, ich führe im Kampf. Dann hat gesagt, ich bin im WEF. Ich gehe in den Kanton Obwald und so. Ich bin natürlich immer eingeladen an das WEF. Aber jetzt ist halt der Untergrund abgefragt. Aber das macht man nicht. Man muss natürlich sehen, ich habe auch ein besonderes Verhältnis zu mir Minder. Weil wir sind ihm ja dankbar für die Initiative. Damit wir so ein Gesetz angebracht haben, sonst hätten wir es nicht angebracht. Aber jetzt, wenn er das Motiv hat, es muss gut gehen in der Schweiz für die Firmen, aber die Selbstbedienungsläden müssen jetzt endlich mal stillgelegt werden, dann müssen sie zurückziehen. Sie müssen zurückziehen. Ich habe ja lange mit dem geredet. Und ich habe gemerkt, er hat Kraft nicht. Und das Motiv, warum er nicht zurückzieht, das ist ein rein egoistisches, weil er sagt, ich kann noch lange auf dem Thema reiten. Und wenn die Initiative angenommen wird, dann habe ich die nächsten 10 Jahre auch noch das Thema. Und das ist ein schlechtes Motiv. Das ist es geht um ihn selber und nicht mehr ums andere. Also, Christoph Blocher, das war eine weitere Ausstrahlung von der Sendung Tele Blocher. Die nächste sehen wir natürlich und es wird wieder so spannend werden, kann ich Ihnen versprechen. Ja, am nächsten Wochenende. Freue mich, dass Sie dabei waren und bis bald.